Im Bahnmuseum zu Wasserauen kann man die Geschichte der Appenzeller Bahnen nachverfolgen. Die heutige Betriebsgesellschaft ist 2006 aus dem Zusammenschluss von drei kleineren Bahnen entstanden, die selber schon Fusionen hinter sich hatten. Jemand, der 50 Jahre von dieser Bahngeschichte miterlebt hat, ist der Schorsch Winkelmann. 1964 hat er am Bahnhof zu Tüfe die Lehre zum Stationsbeamten absolviert. Bis zu seiner Pensionierung, 50 Jahre später, hat er sich zum Bahnhofsvorstand aufgeschafft. Die Welt vom Schienenverkehr war in den 60er Jahren schon noch eine ganz andere, wie er selber sagt. Also wir haben wirklich noch im Eisenbahn-Steinzeitalter angefangen. Man hat alles von Hand gemacht, das Wesentlichste. Man musste Weichen von Hand kehren. Man hat den Zug abgefertigt, man ist vorausgestanden. Also mit dieser berühmten Kehle, mit entweder grün-weiss oder weiss-grün. Das hat eigentlich die gleiche Bedeutung gehabt. Ist nur je nach Lichtverhältnis hat er vielleicht weiss-grün auf ein paar Meter für besser gesehen als grün-weiss. Je nachdem die Sonneneinstrahlung. Aber das war einfach der Befehl vom Stationsvorstand. Jetzt kannst du gehen. Lang vor der Einführung von Computer und dem Internet am Arbeitsplatz waren die Anforderungen noch etwas anders. Ein gutes Gedächtnis war wichtig, eine gute Auffassungsgabe, angenehmes Erscheinen. Also, man haben hier gesagt, es war anständig. Ganz wichtig war die Geografie. Möglichst Kenntnisse in zwei Sprachen, also sprich Englisch und Französisch. Nicht perfekt, aber Kenntnis. Und vor allem auch wichtig, schön schreiben. Weil da hat man alles von Hand geschrieben und ein Haufen andere Leute haben es dann auch noch lesen können. Das haben die Faktoren gesehen und da ist natürlich schon ein bisschen anders geworden. Oder? Seine Fremdsprachenkenntnisse hat der Schorsch Winkelmann immer gut brauchen. Die Strecke auf Tüfen war dort mal ein Hotspot für Stammgäste aus aller Welt, die im Appenzellerland sind kuren. Man hatte viele Hotelgäste für die Kliniken, Naturärzte und so. Und da hat es natürlich auch Kontakt gegeben über Grenzen hinein. Also viele Leute sind aus Übersee, aus den USA gekommen. Und man hat immer sehr gesehen, wenn so Leute wieder ausgestiegen sind aus dem Zug. Hey, how are you? Und sind schon schauen, bist du noch da? Und so, das sind einfach so Erlebnisse, Kleinigkeiten im Alltag, wo einfach das Fundament gegeben haben, das einem gefreut haben, immer. Und ich glaube, die Leute aus, als wäre es nicht so gewesen. Eine erste grosse Umwälzung hat er Anfang der 80er Jahre miterlebt, wo seine Züge mit dem Rollmaterial ersetzt worden sind, das bis heute im Einsatz steht. Aber nicht nur die Bahntechnik hat sich verändert. Zum Beispiel auch die Billette haben dann mit den Jahren erste Verkaufsgeräte gegeben, auch die, wo man die Billette dann noch drucken konnte. Im sogenannten Verkaufsgerätsystem Pauze hat das einmal geheißen in der Fachsprache. Und dann gegen 1980 sind dann die elektronischen Schaltergeräte gekommen. Also das war dann praktisch der Gump des Computerzeitalter. Es hat sich sehr viel natürlich geändert, das muss man sagen. Mal. Fotos aus seiner Bahnvergangenheit hätte Schorsch Winkelmann keine. An das hätte er gerne nicht gedacht, weil sein Beruf damals der ganz normale Arbeitsalltag sei. Dass er jetzt für das Interview in einem Museum, in einem Zug sitzt, den er noch selber abgefertigt hat, macht ihn stolz. Wehmut ist nicht dabei. Man hat immer Fürsche gemacht, es muss Fürsche gehen. Und es ist auch jetzt wieder ein Quantensprung vorwärts, eine Jahrhundertleistung. Ja, aber so einen Umbau hat man eigentlich, seit man die Bahn neu bauen, hat noch nie gemacht mit dem Tunnel und allem. Oder? Aber es geht ja einem selber auch so. Irgendwann bist du fertig. Man muss dort sein und das andere loslassen. Das ist klar, das ist sicher ein bisschen Nostalgie dabei. Aber wie gesagt, es bringt nichts aus uns im Leben, wenn man allem nachtrauert. Man muss vorwärts schauen. Und das gehört dazu. Vorwärts schauen tut der Schorsch Winkelmann auch heute noch. Im Rahmen des Modernisierungsprojekts hat er immer wieder ausgeholfen, Führungen gemacht und er ist auch im Bahnmuseum zu Wasserauen aktiv. Seiner Eisenbahn bleibt der ehemalige Bahnhofsvorstand von Tüfe auch nach der Pensionierung treu.